Zigtausende feiern und tanzen ausgelassen zu den Beats der angesagtesten DJs. Ein Lichtfeuerwerk und satter Sound. Doch damit das alles stattfinden kann, muss eine Menge im Vorfeld passieren. Eine Woche vor dem Electric Love Festival herrscht am Gelände des Salzburgrings reges Treiben. Hannes Schnappinger und seine Kollegen stecken mitten im Aufbau. Für die spektakulären Bühnen muss jede Menge Material herangekarrt und montiert werden. Generell Stahl für die Mainstage sind es ungefähr knapp 200 Tonnen. Und dann zusätzlich sind wir noch mit 150 Tonnen Ballast, damit wir das Ganze windsicher haben. Also jetzt nur auf die Mainstage bezogen. Und wenn man es in Sattelzüge misst, dann sind es ca. 100 Sattelzüge nur die Mainstage. Und dazu noch jede Menge Technik. Ton, Pyrotechnik, Laser und viel Licht. Wenn man zum Beispiel das Lichtgewerk betrachtet, haben wir rein an der Mainstage knapp 1400 Einzellampen, die eben von unserem Lichtoperator dann gesteuert werden und dann eben zu der gesamten Show führen. Damit am Festivalwochenende alles klappt, dazu trägt auch die Salzburg AG etwas bei. Sie stellt dem Festival superschnelles Internet zur Verfügung. Da haben wir jetzt eine Bandbreite von 10 Gigabit, die wir nutzen können. Das hört sich nach viel an, ist es tatsächlich auch sehr ungewöhnlich, dass wir so eine hohe Bandbreite für Festivals zur Verfügung gestellt bekommen. Aber da das Festival hier insgesamt sehr datenlastig ist, können wir Leitungen schon, ich würde nicht sagen auslasten, aber gut nutzen. Die hohe Bandbreite ist essentiell, damit die Technik reibungslos und miteinander vernetzt funktioniert. Da geht es um Zuspielung von LED-Screens, da geht es um der Content, der hier produziert wird in Form von Kameraaufnahmen, ein Livestream. Es geht darum, dass auch von den ganzen Bezahlsystemen die Kasseninformationen gesynkt werden können. Da gibt es natürlich Überwachungskameras, die hier zusammenlaufen. Und letztendlich ist es eine kritische Infrastruktur, die nicht zu unterschätzen ist. Und auch die Festivalbesucher im VIP-Zelt werden mit drahtlosem Internet der Salzburg AG versorgt. Aber nicht nur Internet verteilt die Salzburg AG. Wir sind am Wochenende vor Ort und die Festivalbesucherinnen können sich über Fächer oder über Regenponchos freuen, je nachdem, was das Wetter so mitbringt. Und auch hier achten wir natürlich auf Nachhaltigkeit. Denn beides, also die Fächer und die Regenponchos, wurden aus nachhaltigen Materialien produziert und sind 100% recycelbar. Und so spürte man eine Woche vor dem Start viel Vorfreude, aber auch ein bisschen Nervosität. Nervosität ist da immer da, weil wir haben halt einfach den anderen Punkt, dass die Leute genau an einem Tag kommen und nicht sagen können, naja, wir sind mit der Baustelle nicht ganz fertig, wir brauchen eine Woche, sondern wir haben den einen Stichtag. Und dass der natürlich genau eingehalten werden kann, das ist immer wieder so eine Grundnervosität. Und aber auch Vorfreude, das meine ich das, was man die letzten 9 Monate am Computer erstellt hat, dann die Leute einmal präsentieren kann. Und gelohnt hat sich die ganze Mühe auf jeden Fall.